Hallo und herzlich willkommen zu. Oh, meine Kamera ist gar nicht richtig eingestellt. Irgendjemand hat hier meinen Schreibtisch verstellt. Zu einem neuen Stream. Irgendwie sind meine Haare ganz bescheuert. Ich habe übrigens heute zweimal duschen müssen, weil es so warm war. Oh, ich habe wirklich gearbeitet. Muss ich morgen nochmal duschen? Marco, du schuldest mich einfach ranzig, okay? Kann ich machen. Geil. Okay, Gibt's auch eine also. Nische für. Auf gar keinen Fall. Für alle Leute, die mich noch nicht kennen, also damit das jetzt nicht weird ist, weil ich habe jetzt gerade den Stream gestartet. Ich arbeite auch als Model und als Fotografin. Und Marco ist tatsächlich jetzt im Moment, geht er gerade unter die Foto und ach, ich kann nicht reden, unter die Werde Fotografin. gezwungen. Genau, und morgen haben wir ein Shooting. Normalerweise ist er vor meiner Kamera, aber jetzt morgen ist er hinter der Kamera und wir werden auf jeden Fall abgefahrene Sachen machen. Und ich freue mich schon drauf, aber ja. Und hallo Freya, das ist ja wieder online. Ja, tut mir leid, ich musste irgendwie weg. Ich musste jemanden wegbringen. Keine Ahnung, wie ist das denn passiert? Oh, warte, das ist mir zu warm. Ich brauche die anderen Kopfhörer, tut mir leid. Ich höre dich mal kurz nicht, ja? Hallo? Hallo? Ah, jetzt höre ich dich. So, es war mir gerade zu warm einfach. Wie geht es euch? Wie geht es euch? Was machen wir, Marco? Ah, du hast 20 Minuten gestartet. Ein bisschen Farm dann. Ja, Oh, da kann man was immer ist auch. anderes im Sinn? Nee, da kann man auch gut bei quatschen. Also ich hatte tatsächlich überlegt, ob wir vielleicht nochmal Sea of Thieves starten und so, aber ich bin einfach zu fertig gerade damit. Ja, ich will halt auch so ein bisschen was üben. Irgendwie schäme ich mich dafür, dass meine Skills so schlecht sind. Aber ich bin gerade echt fertig. Und dafür bin ich nicht mehr in der Lage. Sea of Thieves, so direkt gesagt. An sich würde ich schon ja sagen, aber ich bin echt zu fertig. Vielleicht morgen. Ich kann mal gucken. Das Ding ist halt, die Hälfte der Crew ist nicht anwesend. Tim ist, glaube ich, gerade selber am Stream. Und ja, Kevin ist am Zock mit Freunden. Deswegen, ja. Chili-Milli. Ja, Chili-Milli. Also das Schöne ist, Wait, ich spiele Once Human. Willst du mitspielen, Sissy? Wir machen aber nur irgendwelche Pille-Palle-Quests. Ganz gechillt. Und reden dabei. Willst du mitspielen? Muss man patchen. Kleine Lehrstunde. Ja, das macht auf jeden Fall Sinn, dass man halt auch mal so ein bisschen sich in Sea of Thieves da so vertieft, aber nicht, wenn ich so Praxis ist K.O. die beste bin. Lehre. Nee, ich finde nicht. Also ich will, wenn ich schon so einen Fight habe, vorab Sachen wissen. Also ich meine, den Clip habt ihr ja vorhin gesehen. Das Ding ist bei Sea of Thieves, weiß ich nicht, wie ich das gerade fasse. Das setzt mich einfach unter Druck. Und ich möchte halt alles vorab wissen, damit ich in Paniksituationen daran denke. Ist das irgendwie verständlich? Ich will nicht unvorbereitet irgendwas rumtesten. Ich bin kein Mensch von, ich probiere mal aus, sondern ich will eher gucken, wie es funktioniert. Kannst du das Game ändern? Aber so eine Lehrstunde wäre, glaube ich, ziemlich gut. So. Ich meine, ich habe wirklich jetzt bei Kuhn halt sehr viel auch zugeguckt. Ich meine, das Problem halt ist, er streamt immer, wenn ich arbeiten muss, leider. Ist ein Problem. Und da kann ich halt nicht richtig zugucken, weil ich halt parallel irgendwie Bilder bearbeite oder keine Ahnung, irgendwelche Videos schneide oder so. Aber ich habe es versucht, dann habe ich mir halt immer dann so ein paar Informationen quasi dann rausgeschrieben oder mir versucht zu merken. Das hat aber hinten und vorne nicht funktioniert. Geht so Stressvermeidung ist Kommunikation. Es ist, nee, das, es ist nicht die Kommunikation bei uns das Problem. Also ich meine, wir sind ein eingespieltes Team und so. Kommunikation funktioniert, würde ich schon behaupten. Das Ding nur ist, was es in mir auslöst. Ich kann generell kein PvP, Mensch gegen Mensch, wenn es, das ist schwierig zu beschreiben, ist ganz bescheuert. Ich kann eigentlich generell kein PvP, außer in League of Legends. Da ist es kein Problem. Und ich weiß nicht warum. Weiß nicht. Ich krieg dann so mega Panik und meine Hände zittern und alles schwubbelt. Es ist schwierig zu beschreiben, ja. Es ist wirklich schwierig zu beschreiben. Und ja, ich will aber eigentlich auch ein bisschen besser werden darin. Ja. Ich nehme dich mal mit, wenn ich mit Tara unterwegs bin. Okay. Du zockst auch abends, ne? Ich meine auch tagsüber ab und zu nicht, aber weil ich kann eigentlich halt tagsüber nicht so. Also könnte ich schon, aber da müsste ich halt in die Nacht arbeiten. Und ich hatte jetzt schon einige 3 Uhr morgens Probleme, leider. Das war nicht so schön. Gott, ey. Muss ich bis 3 Uhr morgens arbeiten? War heftig. Ja. Marco, ich muss noch mal eben meinen ganzen Bums hier wegsortieren. Wenn du dich erinnerst, war da auch bei dir noch irgendwie sowas offen, ne? Hattest du Ja. nicht gesagt, so, ach, das ist ein Zukunftsproblem? Da bin ich gerade dabei. Ah, okay. Keiner auch.
Wenn wir wieder arbeiten, bin ich ab 20 Uhr für 3 bis 4 Stunden. Ah, okay. Naja, das passt ja. Also wenn du möchtest. Wenn du mich im Team haben willst, I'm not sure. Dann geht das auf jeden Fall. Wir können ja nochmal auf Discord schreiben oder so. Ach so, ich hatte vorhin gefragt, hatte ich eigentlich dein Schreibtischproblem gelöst? Marco, du brauchst by the way auch einen Dingsbums. Nee, danke. Ein Stehschreibtisch brauchst du Passt schon. nicht. Jojo. Warum? Ist voll geil, ist Ich gesund. muss sitzen. Richtig gesund. Really? Das kann aber wohl nicht sein. Ich hätte alles, um Level 5 zu bauen, aber ich habe zu wenig, um Level 4 zu bauen. Aber ich muss halt erweitern dafür. What? Muss mal kurz schauen. Weiterentwickelte. Baue ich das denn nochmal? Ausrüstung? Nee. B. Anlagen. Was ist besser, die fortschrittliche Nachschubwerkbank oder die weiterentwickelte? Müsste ich jetzt auch nachgucken, oder? Wahrscheinlich die fortschrittliche. Oh ja. Wie krasser aussieht. Ja, habe ich jetzt gerade gebaut. Ich finde nicht, wo man die freischaltet. Die fortschrittliche ist die beste. Alter, sieht die cool aus. Habe ich jetzt. Die ist schick. Nice. Ah, Aluminium brauche ich noch. Okay. Hier, ich habe mal. Ich habe den mal abgespeichert. Wird auf jeden Fall, wenn ich anfange, Gaming Room zu bauen, nochmal genauer nachgeschaut. Oh, nice. Ein Gaming Room. Heftig. Klingt schon cool. Operator, wie geht es dir? Guten Abend. Wie kann ich Ihnen helfen? Denkst du, das macht eigentlich Sinn, dass man sich zwei Öfen baut? Weil ganz ehrlich, das braucht so lange. Wenn du einen Engpass hast, mach dir mehr. Wow. Verstehe ich jetzt nicht einmal. Ich habe jetzt eine Level 5er Waffe, Marco. Eine Level 5er Waffe. Krank ist das denn bitte? Level Jetzt kann das 5. Töten richtig losgehen. Wie viel Schaden macht die? 800. 81. Ist das eine ein Gewehr oder? Ja, ich habe mir jetzt das, was ich die ganze Zeit trage, tatsächlich einfach ausgerüstet. Schaden oder die Zahl ist 800? Warte kurz, ich muss mal kurz 230 machst du. gucken, was ich hier gerade. Bitte? Also 831 steht da einfach Ist als eine Zahl. Zahl. Ich habe wie Ausrüstung Level nicht hoch genug. Erforderliches Level 40. Ich habe 40 jetzt sagen. eine Waffe gebaut, die ich nicht tragen kann. Oh, Das sagt das ja. Spiel leider nicht. Oh, wie gemein ist das denn? Ja, da muss ich die kurz hier Sehr. wegsortieren. So. Oh. Ich glaube, alle Tier 5 hast du dann wahrscheinlich gemacht, oder was? Ja, also ich habe jetzt eine Oder Tier war das Tier 5 Waffe 4? einfach gebaut, ja. Ich wusste nicht, dass man das nicht tragen Ich kann. kann mir vorstellen, dass alle Tier 5 Sachen ab Level 40 sind oder so. Ja, das könnte auch sein, ja. Aber ich kann mir halt die drei, ach, die Vierer nicht bauen, sondern nur die Fünfer. Das ist total ironisch irgendwie. Und die Fünfer ist ab Level 40. Ja. Was wollt ihr machen? Boah, keine Ahnung. Irgendeine Quest von diesen 1000 da. Irgendeine Quest. Aber nicht Hauptquest, weil Tim ist jetzt endlich auf unserer Hauptquest. Das müssen wir wieder mit ihm die Dinge nochmal machen. Geht's so. Und selbst wieso geht's so? Alles okay? Bei mir gut, aber mein Körper ist gebrochen. Ich habe die ganze Zeit heute gearbeitet. Sehr, sehr körperlich hart. Und mein ganzer Körper ist im Arsch. Mir tut alles weh. Oh, ich kriege auch einen Nacken gerade. Nicht so schön. Aber das ist okay. Ist okay.
Willst du meine Gruppe, Marco? Sehr gerne. Kannst du mich einladen? Ich lade dich in deine Gruppe ein. Geil. Dankeschön. Wir sind nicht gleich so. Dankeschön. Menno lädt dich ein. Oh. Geh ich zu Menno. Kommst du mit? Jetzt, wie denn? Jetzt bin ich schon. Oh, bin ich schon. Ja. Oh, Cutie. Du bist auch da. Was macht ihr denn Schönes? Nice. Wir können ja so einen Dungeon oder so machen. Bin aber noch kurz am Bauen, ne? Also, dass man das weiß. Ja. Nachschubwerkbank. Die fortschrittliche. Brauchen wir auch noch ein paar Biere. Ach ja, oh. Vier Maisbiere. Okay. Hallo. Oh! Hallo. Hallo. Was hallo, geht? Hallo. Guten Tag. Hallo, hübsche Menschen. Hallo, hallo. Hallo. Oh, ich habe dich so lange nicht mehr gehört, Schwessi. Hallo, Luschen. Hätte Jahre sein können, ey. Wow. Ich habe mir gerade eine fortschrittliche Nachschubwerbung gebaut. Tut mir leid, ich wollte dich nicht unterbrechen, Schwessi. Bist du gut nach Hause gekommen? Hast du den Weg gefunden? Ja. Ah, okay. War ein bisschen heftig, oder? Also, ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe. Aber ich glaube an dich. Flügel ausgestreckt und los. Ja. Ungefähr. So. Ungefähr. Ach so, kannst du mal gucken, bald? Ich hoffe, ich kann mich 7 Minuten mit mich verarschen. Kannst du mal zu deiner Werkbank gehen, Liebke? So. Ja, ich bin gerade im Garten. Kann ich noch pflanzen, also Zähne pflanzen? Nein. Oh, okay. Ich komme. Ich gehe zu meiner Werkbank. Aha. Also zu deiner, nicht zu deiner Aus, wo du deine... Die andere, Nachschub. Mhm. Die rote, ich. Die rote, die rote. Habe ich. Habe ich? Okay, das kannst du nicht bauen. Dann baue ich dir mal gleich was, weil dann kannst du deine Sachen, kannst du die Punkte da verkaufen, damit du deine, die Energieverbindung kannst du dann machen, die wir bekommen. Wie, dann zeige ich dir, wie das funktioniert. Was ich dir zeigen wollte. Worüber wir dass man ganz viel Energieverbindung bekommt. Ich habe tatsächlich jetzt 27.000. Ich habe 319.000. Ja, okay. Also. Aber das muss ich doch selber bauen, hattest du gesagt, ne? Ich weiß es nicht. Das habe ich nicht gesehen, also wie viel. Ob man das jetzt doch, das weiß ich nicht. Aber ich kann mich erst in 6... Okay, ne, warte mal, ich fahre kurz nach Hause. Kannst du mich mal zu mir porten, bitte? Ja, warte, ich bin noch im Garten, du. Ich muss, ich habe jetzt alles geerntet. Ich muss dann kurz das noch reinpflanzen. Gib mir kurz hättet noch ihr, Zeit. Hättet ihr was dagegen, wenn wir ein paar Dungeons machen? Oder lieber eher weniger? Wahrscheinlich. Also wir können sehr gerne Dungeon machen. Also aber müssen nicht viele sein. Nur ein, zwei oder so. Können wir sehr gerne machen. Aber ich weiß nicht, wie lange ich noch generell wach bin, ne? Weil ich muss morgen arbeiten. Ich weiß. Ja, so irgendeiner will unbedingt. Einen sollten wir schaffen, Minimum. Wie krass seid ihr? Frag für einen Freund. Sehr. 30. Achso, Level 38, glaube ich. Aber ist das jetzt krass oder nicht krass? Das ist super. Alter, was zur Hölle? Das musst du bitte. Ihr, hallo? Das musst du bestimmen. Duschen sagt super krass. Dankeschön. Ja, machen wir gleich super krasse Dungeons. Okay. Ach, hey. Das haben wir. Mir doch easy. Das haben wir doch auch damals so gemacht. Das war ja, aber... Ja. Aber? Also ich würde schon gerne einen Schaden machen und nicht nur durchlaufen, wenn das geht. Ja, ja. Hä? In welche Richtung ist denn mein Haus? Oh, geradeaus. Ich würde den auf 50er machen. Das wird nur sehr schwer. Das wird ziemlich übel. Hallo, Luschen, wie geht's dir? Ich hab noch gar nicht gefragt, glaube ich, gut. Ne? Dir geht's gut. Wie geht's euch? Das ist nice. Auch gut. Bisschen K.O., ein bisschen fertig. Gebrochen. Tot. Weiß es nicht. Also tot hört sich hier, oh je. Hört sich nicht gut an. Hey, ich bin gerade durchs Wasser gefahren. Versuch gerade hier. Richtig tief. Was ist denn der Unterschied zwischen Mais und mutierter Mais? Du kannst andere Gerichte herstellen. Ah, okay. Die sind stärker. Ach, also ist immer besser mutiert. Mhm.
Außerdem, ich muss mein Haus umstellen. Da wachsen noch Pflanzen in meinem Haus. Die gehen nicht mehr weg, ne? Ja, das dachte ich mir auch, dass sie weggehen, aber die gingen nicht weg. Die gehen nicht mehr weg. Da muss ich gleich mal gucken, wo ich das hinbaue. Hat jemand einen schönen Ort? Ja. Alter. Dann komm mal her, Liebe. Na, warte, ich gucke erstmal, ob ich die nicht trocken kann. Ja, du, ich bin noch selber gerade ein bisschen busy. Ich bin noch am Vorbereiten hier. Bin aber gleich fertig. Gib du schnell, wach die Liebe entscheidet, dann welchen. Was, ich? Nein, doch, damit du gleich. Doch, damit du entscheidest, welchen. Oh, okay, never mind. Ich habe gar nicht mehr. Wir haben gar nicht mehr so viele Elektroteile. Achso, wir haben jetzt über 4, ich glaube so ungefähr 600, 700 Säure. Wie? Ui. Hat 40 Stunden gedauert, okay? Wie? Mit der Synthesewerkbank. Und du brauchst dafür die Energiepunkte. Ach, okay. Ja, gut. Kannst du mir Elektroteile mitnehmen? Ich muss jetzt mal gucken, ob ich die überhaupt droppen kann. Ja, aber du musst mir das echt jetzt gerade nicht bauen. Also ich würde lieber 800. Direkt in den Dungeon gehen oder so, weil ich mache echt nicht mehr lange, weißt du. Wenn wir jetzt halt noch rumbauen und so und ich verkaufe. Nee, auch nicht, tatsächlich. Das werde ich euch empfehlen. Okay. Ich muss gerade nur gucken, wie man da hinkommt. Okay, alles leergeräumt, glaube ich. Erstmal. So, Pflanzen noch gießen. Okay. Wo wäre denn so ein Dungeon zum Beispiel? Das sind die aussehen. Ja, die in sicheren Züge. Operator sagt eben, Energiepunkte sind wichtig, sind wirklich wichtig. Ja, kannst du. Ja. Welches Level wollen wir denn machen? Sowas wollen wir 35 machen? Ja. Das Alpha-Ding, das Alpha-Ding. Bei diesen Camps, bei diesem Greywater Camp oder Herberge von Tall Grass oder Blackfell, bei den Herbergen, wenn ihr bei dir auf die Karte seht, da könnt ihr hingehen und mit einem sprechen. Der gibt sich jede Woche dann eine unterschiedliche Quest oder drei oder fünf oder so. Mhm. Und fünf, glaube ich. Und alle, die ihr noch nicht gemacht habt, das heißt, die ganzen Wochen, die ihr jetzt noch nicht gemacht habt, die könnt ihr alle nachholen. Und eine Quest gibt ein EP für ein ganzes Level. Ah, okay, krass. Ja, das heißt, dann machst du, wenn du jetzt die 20. machst, dann bist du da schon locker bei 45, 46 auf jeden Fall. Hm, okay, das ist ziemlich wunderbar. Das sind so Quests wie Fange 5 Fische. Ah, okay. Oder ja, also mega einfach. Also du musst einfach zu irgendeiner Haut ein Lied geben. Ah ja. Entschuldigung. Okay, verstehe. So, mir wurde gesagt, ich soll jetzt kurz einen Dungeon starten. Seid ihr bereit? Seid ihr aus so, und habt ihr genug Munition? Ja. Guckt mal schnell nach. Und wenn ich genug Muni für dich. Habe ich. Sollte passen. Ja, okay. Level 35 oder Level 50? Level 50 haben wir auch schon gemacht. Ich weiß nicht, welches genau das ist. Das müsste das mit Sicherheit, mit den Sicherheits. Also die 50er Gegner haben wir nicht geschafft bei den ganzen Welt-Events. Dann starten wir das jetzt. So. Okay. Aber wir carryen euch nicht durch. Meine Bohrplattform und meine Holzplattform ist zerstört, sehe ich gerade. Verdammt. Die war irgendwer, ich muss sagen. Ja, ich mach nochmal. Ich habe Y gedrückt, oder? Hoch. Ja, hatten wir alle. Y. Da war nur eine. Ah, okay. Du hast nicht Y gedrückt. Bei mir hat das richtig lange bei dir nicht angezeigt. Dass bei mir? Ja. Oh, okay. Aber vielleicht werde ich in so eine Zone. Okay. Okay. Ganz kurz vor dem Stream. Also, wir machen jetzt, glaube ich, einen Dungeon. Mal gucken, was passiert. I have no idea. Letztes ging nicht. Also, was müssen wir hier drin machen? Oh, guck mal, ey, Luden, renn ich so durch. Ey, hier ist so ein krasser Spiegel, schaut mal. Also, wir gehen einen Weg entlang. Ja, schaut mal. Da unten stehen. Ja, besiege den Boss in der Zone. Es tut mir leid. Okay. Und mein letztes ging nicht. Am besten, aber. Am besten. Marco! Lass dich nicht von dieser Mine erwischen, so wie ich.
Oder fällt es ganz runter, so wie ich? Also ich bin aber ganz unten. Ist aber falsch. Aber es gibt eine Leiter. Ja, nee, da gibt es eine Leiter. Du musst einfach hoch. Ah, okay. Am besten gibt es hier dann eine, hier ist eine Truhe. Kann man dann nehmen. Ey, wie findest du eigentlich meine Shorty hier, Wiebe? Guck mal. Dein Outfit? Hab ich neu. Ja, das ist schon eher eine Buggy. Entschuldigung. Ist leider hier extrem dunkel, ich kann hier nichts sehen. Warte. Kannst du mit N das Licht anmachen? Ich hab noch nie die Taschenlampe benutzt, ne? Komm mal eben hoch und guck mir dein Outfit an. Zeig mal, zeig mal. Ohne Shorts. Kann deine Beine sehen. Ich guck mal. Oh. Beautiful. Los, Wiebke und Marco, rennt vor. Los. Schau mal meinen Helm an, ich bin ein Einhorn. Ein Unicorn, guck mal, wie hübsch. Ein kleines Unicorn. Beautiful, ne? Der ist golden, Freier. Ein goldener Helm. Das ist der aus dem linken. Ne? Hübsch, ne? Los, Wiebke, auf geht's. Auf geht's. Okay. Ich brauch zwei Magazine für einen Typen. Echt? Oh je. Schaden macht ihr denn? Nicht so viel. Ich kann das noch nicht ausrüsten, was ich mir gerade gebaut habe. Also 100 Schaden. Pro Hit. 100 Schaden pro Hit. Hier ist eine... 50 ist so eine gute Idee, aber genau. Oh je. Leute, es tut mir leid. Ja, ihr carried uns dann einfach da hoch oder so. Oder so. Ich glaub, die das ist jetzt einfach. Wenn wir ausrüsten könnten, wäre dann eher 40. Aber. Ja. Man kann sich ja wahrscheinlich dann Sachen bauen mit den Sachen, die man hier bekommt. Ja, ist Alter, mache ich das Leben kaputt oder ist das nur ein Schild oder so? Das ist nur ein Schild, what the fuck? Bei dem einen ist ein Schild, das ist das untere. Alter, okay, sicher, dass wir hier gut aufgehoben sind. Also ich frage einen Freund. Das wird schon. Ach, das wird schon. Wir machen das. Wir machen das. Wir nennen das Leben am Limit. Ich hab's versucht, okay? Ihr solltet vorrennen. Ja. Okay. Ich hab mein Bestes gegeben. Ihr könnt es ja nochmal versuchen. Ich hab noch ein bisschen Heal und so. Mhm. Wir ziehen das jetzt einfach durch, Leute. Wir kriegen das hin. Wir werden das schon nicht verlieren. Hier ist ein Dude. Aber nicht jeder hat ein Schild, kann das sein? Nee, ja, nur die etwas stärkeren. Hm, okay. Aber welcher Boss ist das denn noch? Ist der jetzt tot? Der war der ganz große, weißt du, was ich meine? Der. In dem Raum. Ja. Mit dem Springen vorher. Okay. Wir müssen hier vorne. Oh, warte, ihr seid falsch rum? Also eigentlich nicht, aber. Hier ist nochmal, hier gibt es so eine Kiste. Ach, noch nicht durchlaufen? Müsst ihr mal den Lasern ausweichen und die haben wir. Oh, bitte nicht. Oh, ich bin richtig gut im Ausweichen. Aber wenn man ganz durchläuft, so wie Freier, dann kann man die auch ausschalten. Ich hab sie ausgeschaltet, Leute. Ah, okay, ich wollte jetzt gerade hier meine Dodge-Künste mal zeigen. Ist so, okay. Jetzt also, ist schon der erste Boss. Oh je. Also ein Miniboss, damit du so eine extra Kiste kriegst. Ja. Wo ist er denn? Da. So. Ah! Ist so. Der ist schon tot. Ist auf. Level 37. Ich war dann doch nicht 38, ich hab mich vertan. Ich war wohl 36. Die Tür ist schon offen. Ey, Laser wieder an, ich will die Dodge-Künste sehen. Will ich auch nochmal probieren. Kannst du den Laser nochmal anmachen, Schwesti? Nein, aber es gibt gleich noch Laser. Okay, aber dann will ich gucken, wie das geht, okay? Dann brauche ich mal kurz einen Moment. Hier sind noch so eine extra Kiste. Ja, okay. Genau. Wir müssen diesen Zwischenboss sozusagen killen, damit man weiterkommt. Man kann aber mit der Karte, die man bekommt von dem Boss, auch diese Tür hier öffnen. Mhm. Und ich glaube, eine zweite Tür. Ja, das ist gleich die Tür, die wir machen. Ich glaube, ich habe mir meine Kniescheiben wieder mal gebrochen. Okay. Also gehe ich wieder hier zurück. Also sind das alles hier Server? Ja, aber dann entdeckt. Oh, da ist noch irgendwo ein Gegner. Ja, hier ist eine Drohne. Hier ist dann ein Kundchen. Dann erkundet doch mal den Dungeon, Vipo und so. Okay. Ich bin heute richtig gut dabei. Gute Laune hier. Ich merke schon. Vor. Kannst du mal den Laser hier anmachen? Ich würde gerne mal wissen, wie das hier... Ich habe doch gesagt, die kommen gleich nochmal. Ah, okay. Aber hinter mir ist noch ein Totenschädel irgendwie. Ja, nee, weil es eine Maschine Das war mein Ping. Ach so. Ich habe auf die Truhe gepinkt. Aber irgendwas ballert mir hier die Fresse weg. Au. Genau wie hier vorne. Challenge Time. Du musst die Laser ausmachen. Ei, Kapitän. Ich probier's. Diese Truhe, ich laufe jedes Mal daran vorbei, ne? Ja, ich auch. Oh lol, hier ist eine Truhe. Da, man schützt die Tür. Okay.
Aber hier können wir doch jetzt nicht rein, oder? Ach genau, so. Hier kommen wir jetzt vorbei, weil wir den Boss gekillt haben. Der Boss ja, ist also doch. Es ist also doch der Sergeant. Yeah. Okay. Also ich loote und ihr tötet. Richtig. Okay. Abgelehnt. Natürlich helfe ich. Das ist eine Art Geschützturm. Sniper bei uns. Sniper? Oh, Sniper sind böse. Die sind doch uns auch laut. Pow. Versteck mich mal ganz kurz, ja. Ich kann keinen Nahkampf. Ich verstecke mich mal kurz. Piu, piu. Ist so. Yep. Hi. Alles gut bei dir. Ich werde hier gerade durch den Dungeon gezogen. Also ich meine, ich mache alles selber. Ich mache alles selber. Hier oben sind auch noch Gegner. Eine Kiste, Leute. Hier ist eine Kiste. Ganz oben. Genau, lass die anderen arbeiten. Lohnen uns ja. Ja, ist mein Plan. Lass mich die Kids. Huch. Warte, ich grenze dich. Warte. F. Ich hab einen langen. Aber es war sehr lustig. Welcher ist aber? Ich glaube, wir spielen auf irgendwas mit 24. Steht das irgendwo? Ich weiß das nie. Ja, wird immer gefragt. Rechts oben, glaube ich. Nee, da steht eine neue Belohnung. Good to know. Hallo, gute Belohnungen. Schön. Jetzt mal ganz witzig, wichtige Sache. Ja. Es gibt immer einen Zwischenfall, also einen Zusatz, wo du neue Viecher, also Mutationen bekommst, ne? Und wenn wir jetzt mal den rechten Weg gehen. Ja. Ich glaube, ich gesehen. Was denn? Wenn wir den rechten Weg gehen, dann sind zwei Gegner, die töten wir jetzt. Ich bin tot. Oh, ich wurde getötet. Ah, zu gefährlich. Aber ich verstehe jetzt mit Mutationen gerade nicht. Also es gibt immer zwei Wege und was? Es gibt zwei Wege und bei einem kriegst du die eine neue Mutation. Oh, das heißt, hier ist eine Mutation drin. Oh, hello, Darkness, my old friend. Und das haben. War mein. Rote Zahl, nichts gut für dich. Inwiefern? Du meinst, weil die Gegner so hoch sind? Ja. Also wir wurden gerade gefragt, möchtet ihr eine Challenge oder nicht? Ne? Und keine Ahnung. Jetzt wir bin haben ich ja hier. Gesagt. Und angeblich haben wir ja gesagt. Aber jetzt ich bin hier die Einzige mit dem Elektro-Ding, ne? Was ist denn? Was denn? Okay. Was sind Elektro-Ding? Was ist jetzt der Plan? Wir machen die Mutation. Also was bedeutet das? Hier ist so ein Mitte-Dingsbums. Dass wir erstmal Leute töten, das heißt... Also ich töte einfach Leute. Also ich kill einfach nur, ich mucks nur. Das kann ich. Erst muckst du einfach alle, ja. Okay. Aber die kriege ich locker kaputt, ne? Ja, easy. Easy. Dauert nur circa zwei Magazine. Ey, ich mach dem gar keinen Schaden, ne? Du bist down? Wo bist du gestorben? Warte, ich komme, Marco, ich komme! Ich habe ein Stimpack für dich. Warte, hier. Hier. So, seid jetzt müsst ihr unbesorgt, jetzt Bürger. Jetzt müsst ihr ein Rätsel lösen. Warte, ich bin auch ein Lootmann. Ich glaube, die wollen euch ärgern, ja. Die sind immer so, leider. Die sind immer so. Die sind immer so. Echt nicht? Doch. Ja, meine Mainwaffe ist das. Kann ich das auch? Nee. Aber ich weiß jetzt nicht, was wir. Ja, wir standen genauso da. Okay, Marco hat das jetzt auch aktiviert. So. Marco hat das eine auch aktiviert, okay. Was denn? Abschießen. Mach das letzte. Bei mir ist das immun. Ist eigentlich, wir müssen diese vier Stromquellen abschießen, aber nur mit Waffen, die Elektroschaden machen. Ah, und das weiß ich warum. Generatoren dann Strom. Und dann spawnt der Endboss. Das weiß ich, weswegen. Das haben wir richtig lange ausprobiert. Das haben wir haben richtig lange da gehasselt, also es hat echt gedauert. Und da müssen wir einfach den Dude hier killen. Also der hier genau. Das ist so ein Zwischenboss. Okay. Ah! Ich heil mich mal. Ich könnte die zwei auch ärgern, ein Albtraum Prime. Boah, was genau ist das? Ich kenne mich hier null aus, ja. Wir sind eigentlich noch, ich würde schon sagen, so gute Anfänger. Wir haben jetzt die Hauptquest gemacht, bis zur Spinne. Die Spinne war das Letzte, was wir hier gemacht haben. Und jetzt haben die gesagt, dass wir vielleicht mal hier einen Dungeon machen. Jetzt sind wir hier in einem Dungeon gefangen.
Und killen die Gegner natürlich, ohne Probleme. Ey, ich werde hier verfolgt. Müssen wir mal heilen? Was Prime War ist? Ja, das haben wir noch nicht gemacht. Wieso? Das ist schlimm. Ich kann mich gerade irgendwie nicht heilen, ich habe Cooldown. Ah, jetzt. Alter. Ist der Lawbreaker Level 5. Ist das schon kaputt jetzt, oder wie? Ja, das ist schon. Ich hab Level 4. Alter. Ich hab Level 3. Ich hab 2 einfach. Aber dieses Pokémon habe ich schon bekommen in der Quest, ne? Ja, aber Level 5 ist halt besser. Ah, okay. Und hier ist auch noch. Also ihr habt die große Kiste schon eingesammelt, oder? Ich bin gestorben. Kann mich schnell jemand retten, bitte? Ja. Eine große Kiste? Nee, habe ich noch nicht eingesammelt. Also dieses Rumfliege. Nee, habe ich noch nicht eingesammelt. Hier, das muss ich noch. Hat jemand irgendwas gegen Vernunft? Ich bin einfach echt. Ja. Wir. Oh ja. Gummibärchen. Die habe ich auch. Ich habe Gummibärchen. Die Mutation ist geflohen. Echt? Nein. Ich habe mal. Marco, komm mal her. Marco. Nee, ich hab den schon auf Lower Level. Für die brauchst du extra Raketen oder Explosivmunition, um deren Schutz zu durchbrechen. Vorher kaum Schaden. Dankeschön. Ach so. Das sind extrem starke Brüste, die für maximal 40 Leute gedacht sind. Ach so, diese Prime Wars. Okay. Ja, Habt ihr das schon mal mitgemacht? Das sind Open World Bosses. Die sind ziemlich schwer und dann, wenn man dann zu 10 ist oder so, wie auch immer, kann man die dann töten. Was dann doch, also es ist schon schwer, aber. Meinst du wie dieses Tentakelfieder? Wir hatten irgendwie so eine Wolke, wo so 3 Tentakeln runtergekommen sind. Haben wir gemacht. Ja, genau. Genau, das ist einer. Das ist einer. Okay, wir waren da bestimmt eine halbe Stunde drin und sind alle die ganze Zeit verreckt. Das war sehr uncool tatsächlich. Aber wir haben einen Tentakel zerstört. Also. Und die andere fast, die hatte vielleicht nur noch so ein Fitzel, so 3 HP oder so. Das war richtig bitter. Richtig bitter. Ja. Okay, ja, dann habe ich jetzt ein Pokémon gefangen. Nice. Ja, easy going. Okay. Jetzt gehen wir zum Endboss. Bitte? Ja. Jetzt kommt der Endboss. Das war ja nur ein optionaler Weg, um die Mutation zu. Ihr müsst den Weg da hoch, ja. Okay. Okay, ich glaube, es ist eine ganz gute Idee. Natürlich sind das Pokémons. Hallo? Was zur Hölle? Hallo? Ich glaube, du hast da gar keine Ahnung. Pokémons! Das kann man anscheinend doch keine Lasers machen. So, Schwester, ich möchte mal ganz kurz von dir die Antwort haben. Wie genau heißt das Pokémon, was ich nutze? Ich habe die mit dem... Die du so magst. Die ich so mag? Ja, die mit dem Kleidchen und dem Papiertüte auf dem Kopf. Die Eiserne. Heißt die gar nicht. Habe ich richtig blamiert gestern. Ich habe nämlich genannt, so, oh, guck mal, das ist die, bla bla bla. Die heißt gar nicht so. Die heißt gebrochene Jungfer. Ja, das ist keine eiserne Jungfrau. Ja. Hallo, Riesenunterschied. Und ich wollte richtig angeben, dass ich weiß, dass das krass ist und so weiter. Und dann wurde ich überhaupt nicht verstanden, was zur Hölle ich meine. Und ich so, hä? Ist doch ganz klar, dieses Pokémon da. So, ja, wollte ich nur erzählt haben. Es war sehr witzig, das Gespräch. Warum ist der denn schon tot? Weil die Mutation von 2 Leuten ziemlich OP sind. Welche denn? Ja, die Mutti, die Jungfrau da. Echt? Diese kleine. Ich finde, das ja, sieht voll aus wie in Little Nightmares. Die versteinert Leute und macht zusätzlich Schaden. Das ist schon nice. Und das gar nicht wenig. Ja, geil. Also ich habe jetzt auch eine, ne? Die haben wir gestern bekommen. Wir haben, nämlich so, das war so eine Art Verteidigungsposten, den wir hatten. Da mussten wir uns halt da hinstellen und kamen halt so ganz viele Wellen. Und wir hatten irgendwie nur so einen Level 30 Gegner oder so. Und dann konnte man die tatsächlich haben. Und Marco hat den Partyaffen bekommen. Was das auch immer ist. Kennt ihr den Partyaffen? Ja, wir haben den noch gar nicht. Der sammelt auch unwilde Sachen. Ich habe ihn sogar noch in Dringens. Ich habe ihn noch gar nicht aufgestellt zu Hause. Ich gebe euch mal Däumchen. So, okay. Also ihr rusht quasi immer dann die Dungeons durch und hofft dann auf gutes Loot oder was macht ihr da genau? Ja. Wir haben bei einem Dungeon offen. Wir haben einen sehr oft gemacht, weil wir auf eine Mutation gehofft haben, die wir gar nicht kriegen können, aber. Ach so. Okay. Ja, wir haben ihn ungefähr 20 oder 30 Mal gemacht und dann ist uns einfach, haben wir das mal durchgelesen und dann ist uns aufgefallen, wir können es nicht machen, weil. Ja, genau.
Wie ärgerlich. Habt ihr gesehen, was bei mir stand für die Mission? Hm, was denn? Den Kampf mit Teammitgliedern abgeschlossen. Das war das Beste, was ich gemacht habe. Was stand bei mir? Was stand bei mir? Ich habe bei mir gar nicht gelesen. Was stand da? Anwesend? Du hast die meisten geretteten Teammitglieder. Oh, ich habe nur geretzt. Ich war der Support. Feuer hat die meisten kritischen Treffer gemacht. Ja, nice. Und Lucian hat die meisten Gegner kontrolliert. Kontrolliert? Kontrolliert? Keine Ahnung. Die meisten Alter, Kontrollfreak. Was zur Hölle? What the hell? Aber ich war dabei. Also ich war auch dabei, auf jeden Fall. Sind die Pflanzen alle weg, ey? Ich habe übrigens hier, ich hatte von meinem Haus hier Sachen gebaut. Aber alles ist kaputt gegangen. Alter, Burger King Werbung, what the fuck, gibt es das noch? Ach, die gute. Burger King wäre schon ganz cool gerade. Mhm. Ach, bin ich hungrig. Ich hab noch 3 Packungen Chips. Geil. Geil. Welche übrig geblieben? Eine von Grenno und 2 noch so. Cute. Frage, habt ihr rausgefunden, was man mit den ganzen Mutationen machen kann, die man nicht braucht? Weil ich habe 5000 Minishirts. Du kannst die, wenn du in deine andere Welt gehst, ins Enderlanding, hab's so nicht aus. Da waren wir tatsächlich noch gar nicht. Wir haben das, auch schon seit Level 20 oder so. Ja, mach das mal und dann könnt ihr die da, glaube ich, ein bisschen umwandeln irgendwas. Hab's einmal gemacht, das geht irgendwie wieder verkaufen oder so. Ja, da kann man die in 500 geht. Irgendwas umwandeln. Echt? Kannst du da Treibstoff und so kaufen. Ja, genau. Okay. Das habe ich auch nicht gemacht. Ich habe nämlich auch 30 Mutationen in meinem Inventar, die ich noch nie benutzt habe. Ja, Wiebke, drück mal Escape und oben gibt es so einen Insel-Button. Ja, warte. Ja, warte, warte, warte. Escape. Ja. Da muss ich jetzt hin, oder wie? Zu deinem Eternaland gehen. Und, aber dann bin ich doch weg von euch, oder? Ich guck Nein, mal. Das kommst dann wieder. Doch. Man kann sich gegenseitig auch besuchen anscheinend. Echt? Okay. Dann gucke ich mir das mal an. Ich sag nein, auf einmal. Er hat das Team verlassen. Jo, hier im Stream. Ja, für die Werbung kann ich nichts. Hab die tatsächlich ausgeschaltet. Oh, warte, ich bin jetzt hier voll in der. Ah, du musst, wenn du da noch nie warst, dann habt ihr voll. Ja, anfangen zu lösen. Holen wir uns Kleidung? Oder. Aber wie hübsch. In der Bank da, in dem Spielautomaten, dem Wunschautomaten. Wie hübsch? Kleidung oder Waffen? Oh, ich würde, ja, entweder oder, ne? Hübsch? Kleidung wäre jetzt strong, weil dann kannst du so wie ich zum Beispiel so Set fertig machen. Oder wenn du halt auf Waffen gehst, dann kannst du deine Waffe halt stark upgraden. Aber ich lege in die Rüstung schon, hab 4 von 4 Beispielen. Aber ich hab's nicht. Also dieses Dingsbumsland ist einfach eine neue Welt, oder was genau ist das? Aber nur für dich. Und da kann ich bauen, was ich will und was ich will, oder wie? Es ist eine sehr friedliche Welt, die... Sehr friedlich, Punkt. Das Wasser ist trotzdem kontaminiert. Aber es ist friedlich und es gibt keine Mutanten und so. Das finde ich schon sehr friedlich. Was ist hier die Aufgabe? Einfach... Prinzipiell, das sagt sie dir es. Ja, komm, aber da mache ich doch jetzt nicht die Quest alleine. Das ist ja dann eigentlich eine Singleplayer-Quest. Wenn ich die jetzt mache, dann. Es ist eine Map, wo du, glaube ich, einfach deine Sachen so. Weiß ich nicht, so. Kannst du das saven? Ja. Okay, ich sollte mal wirklich langsam die ganzen. Ich habe so viele. Verstehe. Goldene, gute. Ich kann hier voll viele Sachen abholen. Ich mal, ich muss mal durch. Cool. Ich habe bei Events irgendwas machen können, voll cool. Irgendwas abholen können auch. Komme ich dann hier raus wieder? Von der Insel wahrscheinlich dann zurück, ne? Nee. Hä? Komme ich denn hier wieder zurück? Escape und dann unten Eternal Land verlassen. Escape und dann unten. Ah. Okay. Wenn ihr Weeklies macht, dann könnt ihr wirklich sauschen, dann könnt ihr das Level 40 eigentlich komplett skippen. Also skippen, aber dann kriegt ihr wirklich sau viel Erfahrung. Aber wir wollen das gar nicht, weißt du? Unser Ziel ist nicht, schnell zu leveln. Ja, aber schnell hochleveln ist halt nicht so geil. Also, weiß ich nicht. Das ist halt
dann so, dann ist halt die ganzen anderen Quests, die wir haben, einfach so Pillepalle, dass es halt gar keinen Spaß mehr macht, weißt du. Aber also prinzipiell würdest du mit dem Level das machen, was das Spiel dir sagt, dann würdest du das ja prinzipiell so machen. Hm, ja, also ohne dass du jetzt hältst und rushed. Ja, Plan war halt tatsächlich, also wir machen halt jetzt quasi so ein paar Nebenquests so, damit halt Tim hoch genug ist, dass wir halt dann die Hauptquest einfach machen, um die Hauptquest halt einmal durchzuhaben. Wir sind jetzt halt quasi, wir haben halt die Spinne gemacht und dann wollten wir halt dann noch weitermachen. Ich weiß gar nicht, was aktuell müssen wir zu Tallgrass gehen, also neues Gebiet entdecken. Ja. Und dann halt dabei so auf dem Weg quasi, wenn man mal einen Dungeon sieht oder so, den machen und so. Weil im Prinzip braucht man ja jetzt nicht wirklich so High-End-Equipment und so weiter aktuell, weil die Waffen, die man jetzt hat, die sind ja für das unsrige Gebiet richtig stark. Also die sind ja super. Ich habe meine Hauptwaffe noch nicht einmal kalibriert. Das ist schlecht. Uiuiui. Ui, ui. Der ganze Damage, der verloren ging. Mann, bin ich schlecht. Meine Hauptwaffe. Meine rettete Teng. Ich würde schon das mal ja war aus dem Spiel rausgehen. Oh, ich bin auch richtig müde. Ich würde auch tatsächlich bald rausgehen. Ich bin so müde und ich muss morgen arbeiten. Ja, deswegen. Ich auch. Stimmt, du auch. Stimmt. Schade, dass wir nur einen dann geschafft haben, aber das war einfach zu spät. Aber cool. Ja. Schade, dass ich den Ding jetzt nicht bekommen habe. Ja, schade. Nächstes Mal kriegst du das Pokémon. Das ist eine 0,1% Chance. Ehrlich? Dreimal. Ja, ja. Ja, okay, ach, das ist dann wirklich wenig. Bin mal ganz kurz gemutet, ja? Und gleich wieder da. So, Leute. Und hallo Klingenmeister, ja, boah, ich bin gerade auch richtig müde. Wirklich, kein Scheiß. Ich habe wirklich heute sehr hart und sehr viel gelernt, würde ich schon sagen, gearbeitet. Und mein ganzer Körper ist einfach brei. Wirklich, ich kann jeden Knochen spüren und das ist sehr uncool gerade. Aber das ist okay, weil jetzt gehe ich gleich Hayabubu machen. Ich habe leider noch ein halbes Getränk, ist das Problem. Aber ich schaffe das Spiel nicht mehr. Meine Sätze ergeben keinen Sinn. Ich bin voll verwirrt. Ich fliege irgendwo in der Atmosphäre rum. Ich weiß nicht, wo ich gerade bin. Ich weiß nichts. Also ja. Und nochmal hallo, der fette Zwerg von links. Schön, dass du hier bist. Ja, tut mir leid wegen der Werbung. Ich kann da nichts für, leider. Das ist ein Switch. Ja. Aber Burger King finde ich jetzt nicht so schlecht. Ja, und so, du denkst, dass wir gerade, also dass unsere Mates uns trollen wollten. Tatsächlich sind die beiden, die uns mitgenommen haben in den Dungeon, eher super schnell unterwegs. Also die machen sehr gerne High-End-Shit und so weiter. Und ja, ist fies, oder? Ja. So, ich bin wieder muted. Kurz mal was gesagt und so weiter. Dankeschön. Ja. Danke sehr. Ich bin richtig fertig gerade, Leute. Tut mir voll leid, dass ich nicht noch einen Dungeon schaffe, aber ich bin so richtig müde und fertig. Beim nächsten Mal, okay? Kein Stress. Oh, bist du traurig? Nö, nee, ist alles fein. Okay, aber ich habe eh schon damit gerechnet, dass du Valorant heute ganz so machst. Ja. Ich glaube, da ist dein Real-Life-Kumpel am Start. Adi, hallo und danke schön für den Raid. Ja, mein. War doch aus dem Real-Life, oder? So, ich mein Markus. Mein ja. Hallo und herzlich willkommen zu einem Raid. Wie geht es? Ach, zu einem Raid, lol. So, hallo und ach, was ich auch immer gesagt habe, ich bin wirklich müde. Hi. Hi. Gut und selbst, ich bin müde, ich bin so K.O. Ich gehe jetzt Hayabubu machen. Ich schlafe jetzt. Können die alle weiterleiten zu Tim gleich? Oh, ja. Erstmal, wie war der Stream? Ich habe gespielt Escape the Backrooms. Oh, lol, das ist das, was du immer gespielt hast, Freya, oder? Ja, genau. Über 8 Stunden. 8 Stunden? Hm. Was? Wie lange haben wir eigentlich? Ich wollte gerade mal gucken. 8 Stunden? Escape the Backrooms, wir haben 12,6 Stunden gespielt. Das ist gar nicht. Und das dann durchgehauen? Nee, ich glaube nicht. Ich habe auch 2 Tage verteilt. Hm. Das ist auch krass. Aber hat mega Spaß gemacht. Ja. Okay. Das ist dieses Horror-Dings da, Booms, ne? Wirklich? Ich weiß nicht. Raider. Oh Gott. Okay, Leute, ich würde mich aus dem Discord mal verabschieden. Sag noch im Stream gute Nacht und raus, ne? Soll ich nochmal reinhuschen danach? Ich mal den Raid, ja. Achso, nee, ich will noch reden, also du brauchst noch nicht mehr. Ja.
Ja. Okay, würde ich, bin kurz aus dem Discord raus und komme aber gleich wieder, okay? Okay. Okay. So. Wohin Raid? Wir raiden gleich Tim. Tim ist einer meiner besten Freunde. Ein super witziger Chaot. Ein super witziger Laberfürst. Das ist auch sein Titel. Wir nennen ihn immer Sportfanatiker, Laberfürst. Was ist ich? Was ist noch? Feuerwehrmann haben wir auch genannt. Ja, der kommt auch in den Vlogs tatsächlich vor. Und ja, gute Nacht. Der Profitänzer, ganz genau der Profitänzer. Super witziger Mensch. Und mit dem bin ich tatsächlich auch auf dem Boot in Sea of Thieves Dragon. Also er ist einer unserer Crewmitglieder, mit dem wir die Weltmeere besegeln, wollte ich gerade sagen. Aber wahrscheinlich, wir besegeln sie weniger wie U-Boot näher. Ich bin gerade wirklich richtig fertig. Keine Ahnung, ich kann nicht mehr. Ich bin richtig am Abnippeln, ja. Ich brauche meinen Schlaf. Ich trinke mein Getränk jetzt aus. Und dann krieche ich ins Bettchen. Und dann ärgere ich mich, weil ich habe vorhin noch geduscht. Es ist so warm aktuell. Ich habe heute zweimal geduscht und morgen muss ich auch nochmal duschen. Oh, es ist so warm. Aber wir halten das aus. Gemeinsam. Denn wir sind einfach hotter als das Wetter. Das ist unser Plan, okay? Und habt ihr dann eigentlich einen schönen Abend gehabt? Tut mir leid. Ah, Escape Backrooms. Habe ich nie gespielt. Freya hat mir gesagt, ich soll das auf jeden Fall spielen. Aber habe ich nicht geschafft bis jetzt. Was denn, ich freue mich auch. Hast du recht. Ist ganz gut, ist es. Ja, schön. Ich habe bei Freya ab und zu mal zugeguckt, als sie das gespielt hat. Hm. Bin tatsächlich nicht so der Horrormensch. Selbstverständlich habe ich recht. Ja, wow. Operator. Wow. 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 Okay, Sweethearts. Ich schaff's wirklich nicht mehr. Ich würde jetzt wirklich mal zu Tim raiden. Schaut euch das an. Ich bin so fertig. Seht ihr diese Augenringe? Okay. Ich weiß nicht, ob du mich noch hörst, Marco. Kannst du den Raid starten? Ich bin einfach zu fertig. Ich kann gar nichts. Ich lege mich auf mein Mikrofon und schlafe jetzt ein. Okay. Ich kann nichts. Und es ist natürlich total ärgerlich, dass du jetzt hast, aber ich nippel ab. Das tut mir leid. Aber ich bin dir ganz, ganz, ganz dankbar, deswegen Waschbär 2.0. Der Waschbär. Warte, cool, ist doch gar nicht online, oder? Hey, mega witzig. Ja, schön. Oh, lol. Ja gut, ist halt doch. Aber du streamst doch gar nicht, oder? Als ob, oder? Wo kommst du her? Ja, cool. Ja, witzig. Ich wollte gerade raiden. Einfach hervorgezaubert. Abracadabra. Nee, ich liege auf der Couch. Oh, dann lege ich mich jetzt auch hin. Oh, ich bin so fertig. Aber morgen wieder frisch. Aber dann wieder am Arbeiten. Aber danach auch wieder fertig. Aber Leben am Limit. Leben am Limit. Aber ich kriege jetzt ins Bett. Ich bin nicht mehr aufnahmefähig. Es tut mir leid. Aber Leute, fühlt euch gedrückt. Ihr seid die Besten. Seid cleverer als ich und geht einfach ins Bett, wenn ihr müde seid. Und Koffeintabletten helfen nicht. Nee, hatte ich nicht. Mein letzter Kaffee hatte ich mittags. Oh, ich hatte Kaffee heute. Okay, jetzt gehe ich aber wirklich auf Wiedersehen. Der Raid funktioniert. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Raid ich? Ah ja. Okay.